Aber wir sehen richtig gut aus. Na, Digi? Was geht? Jeha! Sieht gut aus. Meine lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 286. Das ist so krass, wir haben schon fast die 300 Parts voll. Das ist schon crazy, crazy, wirklich. Jetzt muss ich mir das gerade mal kurz merken, wegen dem... Oh krass, warum sind wir so weit weg davon? Okay. Ich habe eigentlich gedacht, das ausgewählt zu haben. Na gut. Also, wir müssen uns das kurz merken. Ich bin hier immer noch an den Korkis am Sammeln. Hier gibt es insgesamt 4 Vierecke und dann ist das genau hier an der Ecke ein bisschen hoch. Müssen wir uns merken, habe ich mir gemerkt und dann in dem Sinne gucken wir mal. Wir haben ja hier sowieso alles Friesen. Hier, guck mal einer da. Und dann wird es mir wahrscheinlich gleich schon nicht mehr angezeigt, korrekt. Ja, wird mir schon nicht mehr angezeigt, macht aber nichts. Das war hier... ungefähr. Ne, Markierung platzieren. Ach, Mann. Okay, schade. Wow. Verdammt. Ich hatte gehofft, dass ich da hochkomme. Aber okay. Dann muss das ja hier irgendwo wieder in der Nähe sein. Noch ein Stückchen. Hier ist, was ist das, ne? Ein Durstlöscher. Ah ja, siehst du mal. Durstlöscherpistole wieder gefunden. Nice. Nehmen wir den ganzen Spaß mit. Marke und... Moment mal. Angenommen. Wo ist der Durstlöscher? Kann ich das hier anschießen? Ach, schade. Schade. Das ist vor allem auch echt wenig. Also, wir müssen uns beeilen, weil es wird bald dunkel. Und das Ding will ich auf jeden Fall haben. Kann sein, dass das hier irgendwo in der Nähe ist. Kann auch sein, dass das hier neben einfach... Guckt mal, wir haben es doch. Sind doch eigentlich gleich schon an der... Oh, wir sind doch eigentlich schon an der Stelle dran. Es könnte doch eigentlich direkt hier sein. Fuck. Könnte es auch hier sein? Nee, dann nicht. Oh, wo ist das Scheißding? Wo ist das Ding? Ist jetzt die Frage, wie weit hoch muss ich? Ob das hier an der Tür ist? Aber wir sind doch, glaube ich, schon... Sind wir dran vorbei? Nee, noch nicht tatsächlich. Es könnte auch noch eine Ebene höher sein. Oh Gott, was bin ich froh, wenn wir diese Korkis gefunden haben. Alle, ohne Scheiß. Das ist... Hui, 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 hui. Nervig. Da! Ach, Hinweise. Hab's fast geschafft. Endlich. Endlich. So. Endlich fast geschafft. Willst du dich damit wirklich abgeben? Ja, das will ich. Okay, wunderfein. Wir haben, wie viele brauchen wir denn überhaupt noch für die Korkis? Brauchen eigentlich nur noch die im, Dry Rock Gulch. Sehr gut. Dann lass doch mal kurz gucken. Ich kann es mir ja schon mal markieren, oder? Ja, genau. Guck mal, ich kann es mir ja hier schon mal markieren. Da an der Ecke. Ne, kann ich mir nicht markieren. Okay, muss ich mir... Ah ja, okay, das ist auf jeden Fall auch irgendwo drin. Das ist hier unten an dem Ding, da an dem Ding. Ich habe es bis dahin eh wieder vergessen, aber es macht nichts. Okay, dann können wir doch eigentlich... Wollen wir von hier aus reisen? Komm, wir reisen von hier aus, oder? Komm, wir reisen von da aus. Ich bin gespannt, was es da wieder für eine Questreihe gibt. Weil die ganze... ist ja immer irgendwas Questmäßiges. Das ist halt auch ziemlich cool. Also das ist... Fallout. Fallout 76. Ach krass, guck mal, da habe ich sogar immer noch... Da habe ich sogar noch was zu entdecken. Nice. Werden wir auf jeden Fall machen. Kann ich hier noch, ne? Aber da komme ich doch hoch, ne? Guck mal, ein Stückchen hier drauf. Ja, das sieht doch gut aus. Ach, hier, guck mal, tatsächlich könnt ihr sogar wirklich noch was entdecken. Das ist ja nice. Oh, dann machen wir das doch, oder? Hier, guckt euch den Spaß an.
Oder gehört das zu Dry Rock Dingsbums? Wahrscheinlich. Ist das auch wirklich Dry Rock und das nicht die ganze Zeit verpimmel? Dry Rock Gulch, doch. Ja, fein. Dann können wir doch. Komm, wir gehen über die Brücke, oder? Gehen wir über die Brücke. Und ich würde ja am liebsten, würde ich mich irgendwo hinsetzen, damit wir die Zeit verstreichen lassen können. Aber geht noch nicht. Was haben wir jetzt hier eigentlich als Quest? Warenverteilung trifft dich mit den Team, wollen wir nicht. Ist es hier? Kein Racer, noch nicht. Da, alles klar. Okay. Bin ich gespannt, was hier jetzt so geht. Ohne Mist. Ich bin motiviert und ich habe sehr krass Bock. Erstmal nachladen, den Kack hier. Ach, und ich trage schon wieder zu viel. Okay, ja. War klar. Dann sollte ich vielleicht mal ein paar Sachen wegwerfen, wie das mächtige Sturmgewehr. Pff. Ach, komm, weg damit. Brauchen wir nicht. Haben genug. Haben genug Stuff. Ja, ne? Okay. Dann hier. Ich bin wirklich gespannt. Was gibt's hier? Was? Hier, ganz viele Tickets auf jeden Fall. Die können wir irgendwann noch alle einlösen. Wo ist der Eingang? Ist da vorne der Eingang, ne? Ja. Oder? Ja, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, sag mir jetzt nicht, dass ich... Hier, da ist ja... Dahinter. Gehört das... Ja, das gehört. Okay, das gehört dazu. Alles klar. Hab nur gerade geguckt, ob das zu dem Dry Rock Gulch gehört. Okay, haben wir hier irgendwas? Toilettentechnisch? Moin. 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 Ist hier noch einer? Alles gut. Komm, dann gehen wir hier fort. Und dann gehen wir nochmal in die andere Toilette und gucken uns hier den Spaß an. Wieso kocht einer auf der Toilette? Oh, hier hat auch einer gepennt, tatsächlich. Okay, das ist spannend. Mit Wasser in der Toilette, man kennt's. Oh Gott, ich befürchte Schlimmes. Na, doch keine Leiche. Ich habe gedacht, hier wäre eine Leiche. Okay, dann können wir uns ja hier... Geil, einfach alles wieder mitnehmen. Ich hab doch gerade einen Huhn gehört. Okay. Na komm, wir gehen hier mal weiter. Dann gehen wir mal hier nach rechts. Oh, Dry Rock Gulch, Danger, Bloodworks. Okay, Bloodworms. Oh, das ist nicht gut. Ja, ja, ich merke das schon. Oh, wir sind nicht allein. Oh, wo ist er? Da ist er. Ein Superwurm. Nice. Nein. Nein. Den darf ich nicht. Über diese Scheiße. So. Reduziert Schaden. Untersuche. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Oh, krass. Bist du tot? Okay, das sind Würmer. Das ist nicht so nett. Netter Versuch, Arschloch. Aber ich sterbe sicher. Okay, die sind super nervig. Die sind, glaube ich, super, super nervig. Ist aber kein Problem. Dry Rock Gulch. Da haben wir es doch. Entdeckt. Bist du gut oder bist du böse? Also die Larve ist gut. Das sehe ich. Was ist mit dir? Ah ja. Ah. Erstmal platt machen. Sehr gut. So, was hast du denn da vorne für uns? Jiha! Oh, kacke, ey. Ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß. Das war mir ein Fest. Na klar, wir werden ganz viel Spaß haben. Hoffe ich zumindest. Kann ich mit dir reden? Willkommen zurück, Partner. Bereit für einen Heidenspaß hier in Dry Rock Gulch? Na klar, easy. Das ganze Gebiet ist mit Blutwürmern und was weiß ich nicht alles verseucht. Hier ist es nicht sicher. Du meinst bestimmt die Tunichtgute, die aus Mac Mulligans Mine kommen. Also, Partner, wenn du mir helfen willst, ich könnte einen neuen Deputy gebrauchen. Oh! Was sagst du dazu? Oh ja, mach ich. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Was soll das? Verarbeite. Besorgter oder besorgter Besucher. Keine Angst. Ich bin nur ein freundlicher Nuka-Cola-Protektron. Programmiert für Amüsement im Park. Unsere freundlichen Cowboys führen Sie und Ihre Liebsten durch verschiedene amüsante Wildwest-Aktivitäten. Oh, geil. Okay, ich spiele mit. Ich glaube, ich könnte hier für ein bisschen Recht und Ordnung sorgen. Du hast einen neuen Deputy. Die Tür zu Mac Mulligans Mine ist verschlossen.
In einem Tresor beim Theater befindet sich noch ein Ersatzschlüssel. Okay. Aber wer hätte es gedacht? Ich habe doch glatt die Kombination vergessen. Das ist kein Problem. Du musst mit meinen drei Amigos sprechen. Doc Phosphate, One-Eyed Ike und Giddy-Up Kid. Zeig ihnen, dass du es mit den Gesetzlosen aufnehmen kannst. Dann geben sie dir ihren Teil der Kombination. Hört sich sehr gut an. Kleines Kälbchen. Und vergiss nicht deine kostenlose Deputy-Uniform von Nuka-Cola. Oh geil, gib her. Nice. Danke. Okay, dann könnten wir doch jetzt mal bei aller Liebe. Ich könnte doch eigentlich wirklich mal die Power-Rüstung hier mal ablegen, hast oder? Du's drauf? Ja, natürlich, Digi. Klar hab ich's drauf. Es geht. Natürlich. Also, wir packen erstmal den Helm hier drauf. Und dann steigen Einer wir mal aus. Deputies zu werden? Komm her und find es heraus. Ja, easy. So, pass mal auf. Ich will das Outfit anziehen. Wirklich, ohne Scheiß. Ich will das Outfit anziehen. Wo ist es? Cowboy-Hut ziehen wir auf. Und was war's? Welt. Okay, das ist aber komplett gegen meine. Ist wahrscheinlich alles weg dann, ne? Ah, fuck. Ja, dann tragen wir auch viel zu viel. Aber wir sehen richtig gut aus. Na, Digi? Was geht? Jeha! Sieht gut aus. Richtig. Ja, aber es tut mir leid, ich muss leider meinen Scheiß annehmen. Und ich trage zu viel, viel zu viel Scheiße. Okay, allein deswegen muss ich leider die Powerrüstung wieder nehmen. Ansonsten haben wir hier ein Problem. Werde ich aber noch fixen. Schade. Oder wie lange geht das? Okay, wir gucken uns das jetzt hier nochmal an. Ein bisschen. Und ich werde das auf jeden Fall. Jeha, ich werde das auf jeden Fall nochmal anpassen. Wirklich, weil das. Ich will nicht die ganze Zeit in der Power-Rüstung rumlaufen. Auch wenn es cool ist, aber mir geht das Interface so ein bisschen auf den Sack. Ach, geil. Bingo. Nice. Neues Rezeptbuch. Das Theater. Siehst du mal. Hier ist aber. Guck mal. Da war hier, ich muss mir das merken, ein bisschen drüber, bisschen, weißt du was, scheiß drauf, die holen wir uns jetzt einfach sofort, die Brille, holen wir uns einfach sofort, weil dann haben wir das nämlich auch, komm, weg, und die Korkebrille, ne, jetzt ist er nicht an, jetzt ist er angezogen, so, kartentechnisch, wo ist es, da ist es, noch ein Stück, ja, Alter, hier sieht's aus. Könnte direkt tatsächlich hier sein. Ohne Scheiß. Könnte direkt hier an der Wand sein. Das ist natürlich praktisch. Ah, Kacke. Komm her. Ach, das sind die so viel aushalten, gell? Ja. Boah, Mann. Na also, unser Freund und Helfer, der macht immer hier den ganzen Kack weg. Sehr gut gemacht. Oh. Komm, geht drauf. Boah, die halten so viel aus. Das ist so nervig. Ohne Scheiß. Die halten viel zu viel aus. So, wo ist jetzt die Münze? Quatsch, doch die. Guck mal, die müsste doch eigentlich genau. Ich bin eigentlich genau wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite. Wahrscheinlich wirklich auf der gegenüberliegenden Seite. Scheiße. Okay, boah. Na also. Ja, geht doch. Boah. Noch mehr? Oh, tatsächlich. Also, das haben wir. So, dann gucken wir mal auf der anderen Seite, ob hier die... Na, es müsste aber eigentlich... Willst du mich verarschen? Es war doch genau hier. Ja, genau da an dem Finipsel-Dingsbums. Okay, wo soll die... Dings sein. Hängt die vielleicht an einem Grab? Kann das sein? Oh, das wäre ja richtig scheiße. Vor allem hier ist es halt einfach dunkel. Ich sehe halt hier auch gerade nichts. Aber lass mal kurz gucken. Kann ja nicht weit sein. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, dass ich wirklich die Korki gerade ein bisschen suche. Aber ich will das jetzt hier einfach mal haben. Das sind ja auch nicht mehr viele. Ah, guck mal, wir können ja hier hoch. Genau, da war ja was. Wo ist das Scheißding? Das kann nicht weit sein. Ich spür's. Ich kann hier halt leider auch keine... Da! Doch, an dem Grabstein! Das ist Hinweis 9.
Einer fehlt noch. Nur noch einer. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann haben wir das nämlich auch perfekt. Dann können wir nämlich jetzt den Helm anziehen. Weißt du? Dann haben wir nämlich jetzt endlich auch wieder... Warte mal, sehe ich den Helm eigentlich auch? Also, ich habe die Korkebrille ja angezogen. Sehe ich das Ding jetzt hier auch? Nee, ne? Hier? Da war das, oder? Oh, ganz, man sieht's, aber schwierig. Aber wir haben Licht, auf jeden Fall. So, was ist denn unser Auftrag? Gerade mal gucken, wo sind denn die Korkis? Korkis sind hier, da drin. Ist wahrscheinlich in dem Galch. Ah, Gott sei Dank, der neue Deputy. Du musst mir helfen. Ja, ja, alles gut. Das ist irgendwo unten. Müssen wir auf jeden Fall uns merken. Die große Tour, dann machen wir hier den Heim und hol dir alle Teile der Safe-Kombination. Okay, let's go. Let's go. Wo seid ihr? Das sieht schon cool aus. Jetzt mal wirklich. Komm, wir gehen direkt in den Saloon. Doc Phosphate Saloon. Sau geil. Richtig. Hoppala. Entschuldigung. Richtig, richtig cool. So, nehmen wir, was haben wir hier? Doc Phosphates Attraktionsterminal. Was geht hier so? Anfragen. Alle Anfragen werden täglich von der Geschäftsleitung überprüft. Snacks. Anfrage von Winnie. Wir brauchen hier dringend was zu essen. Der Saloon ist sehr beliebt, aber Nuka Cola Dark verkauft sich besser als Nuka Cola Wild. Und die Leute hier können sehr unangenehm werden. Sven lässt nicht zu, dass wir sie nicht länger bedienen. Er sieht nur das Geld, das sich hier verdienen lässt. Wir brauchen etwas, um den Alkoholkonsum abzufedern. Auch wenn es überteuerte kleine Kuchen als Snacks sind. Dann haben wir Einstellung. Anfrage von Sven. Barb hat heute gekündigt. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich jemanden finden und einstellen, der über 18 ist. Ich habe mit Dougie gesprochen, aber er kann in... Was, im Grilly? Niemanden entbehren. Deshalb haben wir zu wenig Personal. Ich habe kein Problem, notfalls auch Stendi zu nehmen. Sie sieht auf jeden Fall aus wie 18. Oh wow, super. Dann den Urlaub. Wieder von Winnie. Ich weiß, dass wir unterbesetzt sind, dass die Saison bald zu Ende ist, aber ich brauche einen freien Tag. Ihr könnt mich feuern, wenn ihr wollt, aber ich halte es keinen Tag länger mit betrunkenen, unfähigen Eltern und ihren vom Zucker aufgedrehten Kindern aus. Ich hatte seit einem Monat keinen freien Tag mehr. Ich putze mehr Kotze weg als jede Krankenschwester und ich werde ganz sicher keinen einzigen weiteren Kneipenschlägerei mehr schlichten. Mhm. Dann noch Erste Hilfe. Dann von Carol. Wir brauchen unbedingt mehr Erste Hilfe Kästchen. Es ist nicht gut, die Leute immer nach Nukatown, USA zu schicken, insbesondere wenn letztendlich nur chaotische Betrunkene wieder zusammengeflickt werden müssen. Vielleicht könnten wir Nuka Cola dazu überreden, das Sheriff-Gebäude doch zu bauen. Dann könnten wir ein authentisches Erlebnis in der Ausnüchterungszelle anbieten. Sie würden bestimmt auch noch dafür bezahlen. Oh, okay. Dienstplanmitteilung. Dieses Jahr können Sie sich an Halloween nicht frei nehmen. Es wird erwartet, dass alle Mitarbeiter des Dry Rock Gulch für mindestens eine Schicht am Tag zur Verfügung stehen. Alter, zur Erinnerung, es wird eine zusätzliche Mitternachtsschicht im Dienstplan eingeführt. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Schicht um Mitternacht nach Hause gehen kann. Das bedeutet, dass wir um Mitternacht schließen. Die Schließer müssen bis längstens 2 Uhr bleiben. Oh, ist das nervig. Das sind ja richtig beschissene Arbeitsbedingungen gewesen. So, warte mal, ich beklaue dich kurz. Weißt du, was da hilft? Ja, was denn? Eine Flasche Nuka Cola Wild. Das ist Malzgeschmack mit Biss. Ja, okay, dann gib her. Wird den Weibern ganz groß geschrieben. Daher möchte ich... Digga, was machst du? Du musst 3 Getränkebestellungen ausliefern. Okay. Eine im Obergeschoss, die anderen beiden in der Stadt. Ja. Ja, krieg ich hin. Krieg ich hin, Diggi. Bist du bereit, den Leuten ihre Drinks zu bringen? Aber natürlich. Aber können wir das überspringen? Ich hab doch alles ausgeliefert, schon vergessen? Du meintest, ich hätte einen erstklassigen Job gemacht, Partner? Tut mir leid. Schade, hätte ja sein können. Kneifen gilt nicht. Schade. Okay, ich kümmere mich drum. Klingt recht einfach. Aber hallo, grüß Prospektor Owen, Miss Trixie und Handy Hank von mir. Okay. Optional serviere die Getränke. Und dann wen jetzt? Warte mal, wir machen mal hier die Corky-Dings weg. Machen hier mal auch mal alles weg, ne? Wo sollen die denn jetzt sein? Er ist über uns. Komm her. Wo ist er denn? Also, wem sollen wir jetzt was geben? Dir da hinten. Moin, Diggi! Na, alles fresh? Ja, dann nehme ich mir deinen Hut, okay? Danke. Vielen Dank. So, was haben wir noch? Gehen wir runter. Und hier haben wir... Wo sind sie denn? Ich hänge hier fest, tatsächlich. Okay. Boah, Digga. Diese Scheißwürmer, gelle? Geben wir uns aber auf jeden Fall sehr viel Stuff. Was haben wir hier?
10mm Pistole. Die Zeit wird beim Ziel verändert. Oh, cool. Cool. Die wird bei wird einfach verlangsamt. Alter, wie geil. Nehmen wir mit. Masterschütze. Let's go. Saugeil. Das ist ja super praktisch. Das ist ja cool. Ja, wenn die halt jetzt auch ein bisschen stärker wäre, gell? Ach, die ist nicht so geil, tatsächlich. Ja, aber cool. Ich finde das schon cool, irgendwie. Also, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und da ist doch jemand, dem wir das Getränk geben können. Ja. Na komm. Alter, das sieht aus. Gelle, der Kla- der... Oh. Hopp, 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 hier ist ja noch einer. Oh ja. Ich weiß, dass du noch da draußen bist. Na, nein, was haben wir? Eiskalt-Dönermesser. Eiskalt-Dönermesser. 20% Chance, den Gegner einzufrieren, wenn du seinen Angriff abblockst. Alter, lustig. Eiskalt-Dönermesser und hat noch zusätzliche Flammendüsen. Genau mein Humor. Vielen Dank. So, wie schaut's? Oh Gott, hier kommen ja noch mehr. Okay, dann machen wir hier die Ameise und da noch die Ameise und let's go. So, noch einmal. Legendäre Zeitlupe, okay. Uah. Ja, das Danke. Hat Spaß gemacht. Ja, das war super lustig. Moin, was ist mit dir? Du bist also der neue Deputy, was? Ah, warte mal. Ich bin noch nicht beeindruckt. Mal sehen, wie du dich in einem altmodischen Schießduell bewährst. Moment, die gleich. Die Regeln sind einfach. Ah. Beide auf die Straße. Ich zähle bis drei und sage dann, zieh. Wer okay. den anderen zuerst trifft, hat gewonnen. Also, okay. Ich würde das nicht mitnehmen, aber... ja, komm, mitspielen. Halt dein Hut fest, One-Eyed Ike. Denn jetzt erlebst du den schnellsten Schützen des Westens. Mal sehen, ob du so schnell schießt, wie du redest, Partner. Natürlich. Für ein Duell musst du natürlich auch richtig ausgerüstet sein. Oh, ich hab doch eine Pistole. Eine Zweitpistole. Oh. Okay, was? Wildwestern-Revolver? Alter, komm, zeig mir das Ding. Lustig. Okay. Speichern wir mal ganz kurz. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. So, und jetzt? Ich zähle bis drei, dann ziehen wir. Eins, zwei, okay. drei. Hast echt gut geschossen, Partner. Das hast du dir verdient. Hoffentlich zeigst du diesen gesetzlosen... Das war einfach. Ein echter Deputy in Dry Rock Gulch drauf hat. Hier ja, klar. Noch ein bisschen Munition für den Revolver. Nice. Safe-Kombination Teil 1. Wunderbar, dann haben wir das nämlich auch. Dann geben wir hier das Ding noch ab. Ach, die sind alle irgendwie so ein bisschen matschig, ne? Hoppala. Was kann denn dieser Wildwestern-Revolver eigentlich? Kann er was? Oh, der macht doch ganz schön viel Schaden, du. Krass. Okay, wo ist hier unsere Superwaffe? Komm, die tun wir daneben hin. So, und dann haben wir das auch geschafft, genau. So, meine lieben Zugucker, dann würde ich jetzt aber hier mal einen Schnitt machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und dann geben wir die Quest danach ab hier. Ciao.